Was geht ab, liebe Wrestling-Fans, und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Vor wenigen Tagen wurde der Ringside Report Nummer 3 veröffentlicht und in dieser Episode dreht sich alles um den 2K-Showcase sowie den MyWise-Modus. Ich habe für euch wie immer alle wichtigen Informationen zusammengefasst. Bevor wir uns das Ganze jedoch ansehen, empfehle ich euch, meinen Kanal mit einem kostenlosen Abo zu unterstützen und die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand bleibt, was News, Infos und Gameplay betrifft und außerdem darüber benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist. Doch nun ist Schluss mit der Werbung und wir schauen uns das Ganze mal an. Im ersten Teil des Ringside Report dreht sich alles um den Showcase-Mode und in erster Linie wird hier über kleine Details gesprochen und was man alles vom Modus erwarten kann. So ist der Showcase-Mode in WWE 2K22 ähnlich aufgebaut wie in vergangenen Teilen. In diesem Jahr wird die Karriere von Rey Mysterio noch einmal innerhalb verschiedener Epochen beleuchtet. So tritt man zum Beispiel gegen Eddie Guerrero, Batista, Undertaker, Dolph Ziggler und auch gegen Samoa Joe an. In diesem Jahr hat man außerdem noch etwas an der Aufgabenliste gearbeitet. So arbeitet man die Aufgaben nicht mehr stur ab, sondern man wird sozusagen von Rey Mysterio durch das Match geleitet und man hat mehr Freiheiten in den Aufgaben. Ein kleines, aber feines Detail spiegelt sich ebenfalls in der Aufgabenliste ab. Diese wird nämlich in jedem Match in den jeweiligen Farben der Kleidung von Rey Mysterio angezeigt, welche er während des Matches getragen hat. Eine weitere Neuerung ist, dass man nach Erledigung der Aufgaben mit einem coolen Übergang in echte Matchsequenzen übergeht. Somit gehören animierte Zwischensequenzen wohl der Vergangenheit an. Die jedoch wohl wichtigste Neuerung an dem Showcase-Modus ist, dass man die Aufgaben auch bei einem späteren Durchlauf erledigen kann, sollte man diese nicht direkt zu Beginn geschafft haben. Die Absicht dahinter soll sein, dass die Spieler nicht immer und immer wieder dasselbe Match spielen müssen, weil sie eine Aufgabe nicht schaffen. Mit dem neuen System, die Aufgaben auch zu einem späteren Zeitpunkt zu erledigen, wird der Modus wahrscheinlich weniger frustrierend sein. Im zweiten Teil des Ringside Report ging es um den MyWise-Modus. Hier haben die dafür verantwortlichen Entwickler mittels einer Top-10-Liste über einige Details gesprochen. So wird es, wie bereits bekannt, jeweils einen eigenen Karrieremodus für die männlichen und weiblichen Superstars geben. Man möchte den Spielern damit ermöglichen, in beiden Divisionen anzutreten und seinen Superstar von den Anfängen bis hin zum Legendenstatus zu begleiten. Beide Karrieren sind mit einzigartigen Content und Matches gefüllt. Zu Beginn kannst du dich für deinen Superstar jedoch erst einmal für eine von vier Charakterarten entscheiden. So gibt es den MMA-Stil, den Stil eines Wrestlers aus dem Indie-Bereich, den eines professionellen Athleten aus dem Sportbereich und den Stil eines Schauspielers. Jeder dieser Charakterarten bietet dir verschiedene Stories und ermöglicht dem Modus dadurch eine gewisse Langlebigkeit, indem man ihn immer und immer wieder spielen kann. Des Weiteren kann man sich aussuchen, ob man bei Raw, SmackDown oder NXT auftreten möchte und obendrauf ist es möglich, im Performance Center zu trainieren. Nebenbei wird man auch 9 einzigartige Arenen freischalten können. Diese werden natürlich frei erfundene Arenen aus zum Beispiel Mexiko oder Japan sein. Zudem ist es wieder möglich, mit dem Social Media zu interagieren und sich dadurch eine Fangemeinde aufzubauen. Das ganze System ähnelt tatsächlich dem aus EA's UFC 4, was mir persönlich gut gefällt. Eine weitere coole Sache ist, dass man jederzeit in seiner Karriere die Gesinnung wechseln kann. Das heißt, du kannst dir aussuchen, ob du der Fanliebling sein möchtest oder der, der sich an keine Regeln hält und bis ans Ende seiner Karriere ausgebuht wird. Das alles liegt ganz in deiner Hand, genauso wie die Wahl deines Rivalen. Man hat zu jeder Zeit selbst die Wahl, gegen wen man antreten und in einer Story verwickelt sein möchte. Somit soll der Modus mit jedem Durchspielen so einzigartig wie möglich sein. Auch in diesem Jahr wird der Karrieremodus wieder durch verschiedenste Stimmen begleitet. So haben insgesamt über 30 Superstars und Legenden dem Modus ihre Stimme geliehen und auch Byron Saxton, Michael Cole und Corey Graves haben exklusiv für den Modus 3000 einzigartige Sätze aufgenommen. Insgesamt soll der Modus über 1000 spielbare Matches und über 50 Stunden Spielzeit bieten. Somit hebt sich der MyWise-Modus noch einmal deutlich von den vergangenen Karrieremodi ab und wird sicherlich für einen Langzeitspaß sorgen. Das waren soweit alle Informationen zu den beiden Modi. Ich kann es kaum mehr abwarten, in den Karrieremodus abzutauchen, aber auch nochmal einen Teil von Rey Mysterios Karriere nachspielen zu dürfen. Doch wie sieht es bei euch aus? Wie sehr freut ihr euch auf den Karrieremodus und welche Matches würdet ihr euch unbedingt im Showcase wünschen? Schreibt mir dazu gerne mal etwas in die Kommentare. Ansonsten war es das für heute mit dem Video und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützt und die Glocke aktiviert, damit ich weiterhin die Chance habe, euch mit News, Infos und Gameplay zu versorgen. Solltet ihr außerdem auf Twitter und Instagram unterwegs sein, empfehle ich euch, mir auch dort zu folgen, denn dort teile ich auch in regelmäßigen Abständen News, Infos und Gameplay zu WWE 2K22. Also dann, macht's gut, bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal, euer Enno.